Er ist der kleinste von La Strada. Und dennoch bietet der Avanti M im Alltag viel für zwei Personen. Mit seinen kompakten Außenmaßen von nur 5,41 Meter Länge, 2,05 Meter Breite und 2,65 Meter Höhe ist der Avanti M auch im Alltag ein flexibler und geräumiger Begleiter, der vor jedem Supermarkt einen Platz findet. Trotz geringer Außenmaße ist der Wohnraum des Avanti M für zwei Personen gut geeignet. Es finden sich zahlreiche platzsparende Lösungen, wie etwa der kompakte Küchenblock. Unter der zweiflammigen Kochspülkombination steht ein 50 Liter Kompressorkühlschrank, der von oben ein- und ausgeräumt wird. Eine ausfahrbare Arbeitsplatte vergrößert die Küche. Daneben befinden sich zwei Auszüge für Kochutensilien und eine Besteckschublade. Am Eingang ist sogar noch ein Fliegenschutzgitter angebracht, um lästige Insekten auszusperren. Das Bad ist durch eine schlanke Schwingtür zugänglich und mit einem Waschbecken und einer pflegeleichten Keramiktoilette ausgestattet. Zwischen Küche und Bad sorgt ein blickdichter Vorhang bei Bedarf für mehr Privatsphäre im hinteren Fahrzeugbereich. Clever und komfortabel ist auch die Sitzgruppe des Avanti M, die Comfort Lounge. Für bequemes Sitzen in allen Positionen sorgt die konvexe Form der Sitzlehne, die sich dem Rücken anpasst. Die Sitzbank ist mit zwei Dreipunktgurten ausgestattet und in zahlreichen Stoff- und Ledervarianten erhältlich. Verschiedene Holzdekore stehen ebenso zur Auswahl wie 11 Außenlackierungen. Das Querbett im Heck ist bequem durch das Froli-Tellerfedersystem. Maße 1,97 Meter Länge und 1,42 Meter Breite am Kopfende. Unter dem Bett befindet sich der Heckstauraum, der sowohl durch eine Klappe vom Innenraum als auch über die großen Flügeltüren der Karosserie zugänglich ist. Der besondere Clou? Der hintere Teil des Heckbetts lässt sich in einer Tiefe von 60 cm über die gesamte Fahrzeugbreite hochklappen. So entsteht ein üppiger Stauraum bis unter die Decke des Reisemobils. Der La Strada Avanti M ist ein komfortables Wohnmobil für Nutzer mit hohen Ansprüchen an die Alltagstauglichkeit. Er fährt sich so handlich wie ein PKW und ist eine bequeme Reiseunterkunft für zwei Personen.